Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1404 Venedig. So, beim letzten Mal haben wir hier unsere Siedlung ja schon richtig ordentlich ausgebaut. Man sieht überall kleine Pfeilchens. Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch erstmal so stehen, damit wir hier ein paar Dinge sammeln können. Ein paar Bürgerrechte. Alter, wir haben 173 Bürgerrechte zur Verfügung. Also noch nicht ganz, aber bald. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das heißt, wenn wir 173 Holz und 173 Werkzeug im Lager haben, dann können wir alles auf einen Klatsch ausbauen und wird mir wahrscheinlich das Game abkacken. Da bin ich mir fast sicher in der Hinsicht. Ich überlege gerade, ob ich hier unten auch gleich die Kirche hinbaue. Warte mal. Das gefällt mir. So ist der Einzugsbereich im Moment. Hallo? So. Da ist nicht so gut. Ich denke, hier wäre eigentlich gut. Direkt neben dem Marktplatz. Damit würden wir noch gut ein paar Wohngebiete mitnehmen. Man könnte natürlich auch vorher planen, bevor man da irgendwelche Häuser baut. Aber naja, ihr kennt ja meinen dezent verwirrten Baustil. So verwirrt bin ich auch wieder nicht. Ein Bau doch mal. Ah, jetzt. Yay, noch ein paar Pfeilchen mehr. Dann können wir eigentlich, warte mal, können wir hier unten nicht, doch, da kriegen wir noch Häuser hin. Mach ich gleich mal. Da kriegen wir keins mehr hin. Das hier noch die Feuerwache, ne? Jo. Und hier mache ich einfach mal Weg. Wir müssen irgendwann dann nochmal Steinwege bauen, ne? So ein One-Click-Tool wäre genial in der Hinsicht, wo du einfach so blipp und alles in Steinwege, musst es nur auf Lager haben, das wäre perfekt. Aber nö, das kriegen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ich würde sagen, so von der Wohngebietsgröße her würde ich jetzt auch so lassen und nicht noch weiter ausbauen. Bei der orientalischen Siedlung habt ihr ja gesagt, wir sollen uns mehr nach links ausbreiten. Da habe ich nicht so ganz verstanden, was ihr meint. Meint ihr eher so der Bereich hier oben, also das hier, so quasi so nach links in die Richtung? Oder meint ihr irgendwie hier so den Bereich? Wobei, das ist ja eher Richtung Süden und hier würde ich gerne freihalten für die ganzen Farmen und so weiter und so fort. Also gehe ich mal davon aus, ihr meint diesen Bereich. Könnten wir eigentlich auch schon machen gerade. Ich meine, Werkzeug und wenn es Holz weiter und nichts ist. Weiß nicht, was haben wir genügend am Start? Wieso handelt es denn eigentlich hier oben nicht mehr ordentlich? Krempel hätten wir genügend am Start. Daran liegt es nicht. Vielleicht sind die Preise etwas zu übertrieben momentan. 10.000? Nee, hier haben wir noch was. Guck mal, 31.000 irgendwas. Ich weiß zwar nicht, von wann das ist. Könnte von heute sein. Ich weiß es nicht. Meine Flotte übermittelt dem ehrenwerten Sultan regelmäßig. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. So, dann fertig. Ah ja, doch, hat sich gelohnt. Okay, passt. Das sieht gut aus. Mal schauen, wie viele Rechte haben wir jetzt schon? 32. Das dauert noch ein Weilchen, bis wir da alles haben. Dann denke ich, wäre es vielleicht gut, wenn wir hier schon mal ein Auge drauf halten. Ich werde gleich mal ausrechnen. Moment, so, mein Tablet wird gerade dunkel. Wenn wir 173 Bürgerrechte dann zur Verfügung haben, dann sind das, Moment, ein Bürgerhaus hat 15 Einwohner. Das heißt, Moment, 173 mal 15. Vielleicht kann das jemand schnell im Kopf ausrechnen, ich nicht. Moment, da muss ich ganz kurz nachschauen. 173 mal 15 sind 2595. Und dort packe ich jetzt mal die aktuellen bzw. maximalen 1140 nochmal drauf. Dann haben wir 3735 Bürger. Ich notiere mir das mal ganz kurz. Moment, Blatt Papier. So, 3735 Bürger. Ich gehe jetzt nur von den Bürgern aus. Und bei 173 mit den Bauernhäusern, Moment, ein Bauernhaus hat 8 Einwohner. Und nochmal ganz kurz abchecken. 173 mal 8 sind 1384. 1384 Bauern. So. Marktplatz, da.
Das heißt, wir hätten dann noch... warte, was ist das dann? Oh, noch mal kurz ausrechnen. Ich bin nicht mehr so gut im Rechnen wie damals in der Schule. Dann hätten wir noch 496 Bauern. 496 notiere ich mir auch nochmal. Und damit können wir jetzt rechnen. So, gehe ich wieder in den Warenrechner. So. Und dann rechnen wir mal aus, wenn wir alle Gebäude ausgebaut hätten. Dann hätten wir noch 496 Bauern und dafür 3735 Bürger. Dauert irgendwas nicht hin. Gibt noch neu ein. So, gut. Also 496 und 3735. Patrizier wären es dann ja immer noch 1125. Und das hier sind 1160 berechnen. Oh nee, es stimmt sogar tatsächlich. Dann war das Ergebnis gerade eben richtig. Oh ja, da müssen wir dann wirklich nochmal an unseren Produktionen rumschrauben. Ich würde schon fast sagen, das machen wir gleich. Weil sonst haben wir am Ende ein Riesenproblem. Diese Aufgabe ist nichts für Feiglinge. Ich habe keinen Bock drauf. Halte mich nicht zum Narren. Das tun wir regelmäßig, mein Freund. Jetzt kannst du erzählen. Ich helfe euch gerne aus. Yeah. Wir brauchen dann wieder weniger Fischerhütten, sagt mir das Ding. Aber dafür brauchen wir 15 Mosthöfe. Das ist eine gute Steigerung. Ach, siehst du, jetzt weiß ich, warum wir so viel Holz haben. Ich hatte hier neue Holzfällerhütten gebaut. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Most. Ich denke, dann wird unser Platz bald etwas knapp, aber wir haben ja hier noch genügend Platz am Start. Heißt, so ein Zeug können wir dann auch noch auslagern. Beziehungsweise wächst überhaupt Most? Ja, sehr schön. Wir haben jetzt momentan, na gut, wir haben jetzt momentan 12 Mostfarmen. Heißt, wir brauchen noch 3. Also es ist easy going in dem Sinne, das ist gar kein Problem. Mache ich mal gleich so. Den hier weg, die alte Holzfällerhütte. Und dann, Moment. So. Und der braucht ja... Ah, verdammt, das ist der Marktplatz. Der braucht ja dann genau so viel Platz hier. Dann Marktplatz. Und ich glaube, der Marktplatz da oben wird ein Problem. Oder auch nicht. Ah, doch, der wird ein Problem. Den muss ich umlegen. Dann legen wir diesen Marktplatz halt eben... den lege ich mal hier hin. Das passt. Sehr schön, dann kann der Marktplatz weg. Dann steht natürlich gleich wieder eine Lücke. So, hier haben wir jetzt Platz. Können wir bauen. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zum vierten. Dann haben wir Most auf jeden Fall erstmal wieder ausgesorgt. Auch mit irgendwie fast 4000 Bürgern. Wenn die Patrizier kommen, dann ändert sich das ja wieder nochmal alles. Aber wenn die frischen Patrizier kommen in dem Sinne. So, hier auch noch. Schön. So, mit Most haben wir erstmal ausgesorgt. Dann brauchen wir wesentlich mehr Dingens hier noch. Webstuben. Dann brauchen wir nämlich eigentlich knapp 10 Stück von denen. Das ist ziemlich hardcore. Da bin ich gerade am überlegen. Wir brauchen ja, glaube ich, für eine Webstube brauchen wir, glaube ich, 2 Hanfplantagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die haben wir, achso, die ist für die Seilerei hier, genau. Das heißt, wenn wir eigentlich noch 6 brauchen, dann brauchen wir noch 12 Hanfplantagen. 12. Das wird eng. Sehr eng. Let me think. Ich baue den Marktplatz mal darüber. Hau den hier erstmal weg dann. Der soll dann noch sein Zeug abholen. Schwupp. So, den erstmal weg. Und dann werde ich mal hier hinten anfangen mit den Hanfplantagen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die Werkzeugmacherei. Oh, die Teppichknüpferei. Mhm. Die scheinen sehr überlastet zu sein. Ich glaube, da hatte ja auch jemand geschmiert. War lagervoll. Wieso wird nicht mehr eingekauft? Ich glaube, wir sind zu teuer geworden im Moment. Ich gehe mal wieder etwas runter mit den Preisen. Ich gehe mir auf 200... Ach ja, Mausrad soll auch gehen, wurde mir gesagt. Aber das geht leider nur in 10er-Schritten. Ich gehe mal hier auf 275.
Mit den Ketten sind wir, denke ich, noch im guten Bereich. Ein Gegner hat sich einen ihrer Ratssitze angehalten. Willst du mich verarschen, Helena, du kleine Dreckige? Dabei war es so wichtig. Oh, hab ich vergessen. ach, Helena hat sich ihren wieder zurückgeholt. Na, ihre Stadt ist eh gerade am Abbrennen. Yeah! Wo waren wir gerade gewesen? Ach ja, genau. So, hier würde ich auch nochmal ein Stück runtergehen. Da gehe ich mal auf 600 Goldmünzen pro Tonne. Ich meine, das Zeug ist eh teuer genug. Aber auf 580 wollen wir nie so sein. Bücher sind anscheinend eh gerade ein wenig flauter, habe ich das Gefühl. Wie viele haben wir denn da jetzt tatsächlich noch? Kann ich das sehen gerade? 102, ja gut, okay, den wurde wahrscheinlich gerade erst abgeholt. Okay, dann denke ich, haben wir hier, dann passt das hier erstmal wieder. Und hier werde ich auch nochmal überarbeiten. Nicht, dass die Leute am Ende nicht mehr bei uns einkaufen wollen, weil wir zu teuer sind. Aus dem anderen will ich natürlich auch nicht so billig sein. Wir sind nicht billig zu haben. Ich gehe mal hier auf 110. Bei den Büchern sagte ich, glaube ich, 130, ne? Ich glaube, das ist der Standard 130, oder? Egal, passt so. Brote, ja komm, Brote bleibe ich mal ein bisschen teurer. Die brauchen wir eh selber. Auch Bier, da können wir noch ein Stückchen runtergehen. Gehen wir mal auf 100, ja, 110. Bei dem Fleisch sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Ich sag mal, gut, gehen wir mal auf 140 vielleicht. Ich sehe gerade nichts wegen dem Handy. Hilfe! So, bei den Pelzen können wir sicher auch noch ein Stück runtergehen. Da gehen wir mal auf 210. Und bei dem Glas, da gehen wir auch noch mal ein Stück runter. Gehen wir mal auf 185. So. Ich denke, dann werden nämlich auch mehr Waren gekauft. Und dann haben wir am Ende auch selber mehr davon. Keine Waren mehr her. Ja, das haben wir mittlerweile mitbekommen. Ich werde mal hier mehr verkaufen, weil Werkzeug brauchen wir momentan gar nicht so viel. Auf der Hauptinsel produzieren wir selber. Hier gehe ich mit dem Preis auch noch mal ein Stück runter auf 100. Theoretisch könnten wir auch noch Ziegel verkaufen. Das bringt allerdings nicht sonderlich viel. Weil die sind jetzt nicht so der Renner in Sachen Preise. Na komm. Hier für 22 kannst du Ziegel haben. Gerade im Sonderangebot. Das können wir noch verticken. Eisen können wir natürlich noch. Eisen ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr. Warte mal, warte mal. Jetzt habe ich das. Das habt ihr auch noch geschrieben, bevor ich das wieder vergesse. Moment. Weißt du, für das würde ich jetzt auch eher mal so Brot rausschmeißen, weil das brauchen wir eh selber. Waffen. Ne? Die sind nämlich nochmal nicht so billig. Und da wird es sich auch lohnen, die weiter zu produzieren. Du wirst es verschmerzen. Um sie zu verkaufen. Ah ja, stimmt. Gewürze verkaufen wir unten noch. Das würde sich wirklich noch rentieren. So, dann baue ich nämlich die Waffenschmiede dort wieder hin. Weil wir haben hier eh zu viel Werkzeug und so ein Gedöns. Genau, Moment. Gewürze. Haben wir momentan auf wie viel hier? Auf 50. Ich gehe mal auf 45. Das ist, glaube ich, der Standardpreis. Bei Mosaik gehe ich mal auf 120. Und bei Glas, da sagt man, glaube ich, 175 oder so. Nehmen wir mal 180. So. Wunderbar. Mal ganz kurz reinschauen, was wir jetzt eigentlich an Items gesammelt haben in der Zwischenzeit. Da haben wir hier wieder diese dickfälligen Seemänner. Können wir eh gleich verkaufen. Und eine asketische Ausguckwache. Die brauchen wir in dem Sinne wahrscheinlich eh alle nicht. Schon gar nicht mit Sichtweite, weil wir eh die Karte aufgedeckt haben. Okay. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt 95 Bürgerrechte zur Verfügung. 96. 97. 98. 99. 100. Ich lasse es auch noch so weiterlaufen. Was ich, ja genau, was ich nämlich eben machen wollte, ist jetzt schon mal die Hanfplantagen bauen. Damit wir da nicht in irgendein Loch fallen. Das wäre nämlich richtig uncool. Lass ich mal kurz abchecken. Ich denke, so ist es zu knapp. Mit dem Bauplatz. Also ich schätze mal, wir sollten schon irgendwie hier so... Huch, das war nicht mein Plan. Irgendwie hier so bauen. Vielleicht noch ein Stück rüber. So, das könnte hinhauen. Ich halte mal kurz den Finger hin. Dann müsste hier irgendwo ein Marktplatz. Moment. Hanf. Eine Produktion kommt. Drei. Drei und der hat noch nach hinten weg vier. Das heißt, wir brauchen sieben Platz. Nach hinten weg und zu den Seiten sind es dann auch nochmal vier.
Hier haben wir jetzt 4, 5, 6, 7. Salam aleikum. Und zu den Seiten hin brauchen wir 4. Das ist, glaube ich, zu knapp. Also wäre hier eigentlich gut so. Das gefällt mir. Mir auch. So, und dann können wir nämlich hier schön... Oh, oh. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, perfekt. Wunderbar gebaut. Absolut Spitzenklasse. Gut, dass ich den hab stehen lassen. Kann ich nämlich besser abmessen in Zukunft. Warte, wird es so reichen? Dort, das könnte schon eher hin. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Ich gehe lieber noch einen rüber und dann sollte das jetzt passen. Die kaufen so wenig ein im Moment, das passt mir gar nicht. Ich meine, gut, wir haben schon gut was auf Tasche jetzt. Aber trotzdem. So, siehst du, sieht doch schon gleich viel schöner aus. Ich habe irgendeine Nachricht bekommen gerade und lese ich dann. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal eins. Also ein so ein Paket. Wie viel brauchen wir noch? Ich glaube, ich sagte, wir brauchen genau, hier brauchen wir noch 6. Das heißt, wir brauchen 12. Boah. Nochmal 2 von diesen Kästen. Ui. So, Moment. Dann haben wir hier... Salam aleikum. Direkt dran. Es ist mir wie immer eine Ehre. Dann haben wir hier den, die Farm an sich. Und nochmal 1, 2, 3, 4. So. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Ah ja, das sieht schon besser aus. So läuft der Laden. So, dann machen wir hier und dann machen wir da. Und dann machen wir hier und dann machen wir da. Dann sieht das gleich schon mal eine ganze Ecke besser aus. Wenn wir dann nämlich vorgesorgt haben, klar, unsere Bilanz fällt jetzt erstmal eine dicke Runde, aber wenn wir vorgesorgt haben, dann sind wir einfach auf der sicheren Seite, dass wenn wir dann die neuen Bewohner haben, nicht gleich irgendwie aus allen Wolken fallen. So. Ich glaube, wie viel wir an diesen Leinenklamotten brauchen, das wird sich aber auch noch reduzieren. Ich hätte das Ding weiter hier bauen sollen, um ehrlich zu sein. Und das werde ich jetzt auch tun. Deswegen baue ich es lieber nochmal neu, als wenn wir am Ende irgendwie ein Ghetto mit einem Platz haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Also nochmal. So, 3, 4, 5... Sind das 5 oder 6? Kann es kaum sehen an den Feldern. Warte mal. 3, 4, 5, 6, 7. Und zur Seite hin haben wir noch Platz. Nein! Ich wollte noch gar nicht bauen. Das muss ich nochmal durchzählen. Es geht doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da passt es. Ich so früh diese blöde Maustaste kommt gedrückt. Und hab teil am neu gewonnenen Wissen. Ja. So, ich hoffe, das reicht vom Platz. Ja, sieht gut aus. Dann kriegen wir nämlich auf die andere Seite hier links auch noch was hin. Und pflastern da nicht gleich alles mittendrin irgendwie voll. Weil das ist nämlich doof. So. Siehst du, hier haben wir nämlich noch schönen Platz. Da können wir noch was hinbauen. Ja, und dann müssen wir auch gleich nochmal so einen hinbauen. Geil. Aber naja. Gut, dass ich es nochmal abgerissen habe. Sonst hätten wir jetzt Freude gehabt mit dem Platz. Aber da sind mir die paar Werkzeuge und Dingsbums dann auch nichts mehr wert in der Hinsicht. Platz ist wertvoller. Gerade wenn dann alles noch so schön zentral auf der Hauptinsel ist. Die Brunnen einer Noria leben. Ja, genau. Wir kommen sofort. Ich will das nur schnell fertig machen. So.
dann brauchen wir jetzt noch die 6 Webereien. Und die würde ich einfach mal... die würde ich einfach mal... So. Ihre Wasservorräte werden knapp. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Immer doch. Ah. So. Der Kaiser könnte sich glücklich schätzen. Yeah. Blühende Handelsbeziehungen. So. Brunnen einer Noria. Moment. Plops. Und dann haben wir noch einen. Ach, jetzt war gleich. So, das wissen wir schon hier. Unsere Bilanz sieht jetzt natürlich erstmal wieder kacke aus. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal in Sachen Leinenklamotten abgesichert. So, Moment. Checken wir kurz nochmal ab. Leinenklamotten haben wir abgesichert. Wir brauchen dann aber auch noch ungefähr 10 Gewürzplantagen. Most haben wir uns abgesichert. 10 Gewürzplantagen. So, Moment. Das machen wir auch nochmal eben. Ich überziehe jetzt die Folge einfach ein wenig. Nee, falsche Insel. Wir haben jetzt aktuell 6... Aber das ist ja easy going, das hier auszubauen. Ich muss ehrlich zugeben, mir schwebt die ganze Zeit noch dieses Ungethema durch den Kopf, also mit ungespielt. Deswegen bin ich auch etwas ruhiger, weil ich eigentlich permanent da immer noch so ein bisschen dran am Rummachen bin, gedanklich. Weil es beschäftigt mich schon, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, deswegen bin ich auch so ruhig. Moment, 1, 2, 3, 4, 5. Uns würde ich mehr erzählen, so wie sonst eigentlich. Das ist nicht die reine Konzentration beim Bauen gerade, weswegen ich nichts mehr sage. So, das ist schon irgendwo ein Thema, was mich auch recht bewegt, muss ich ehrlich sagen. Irgendwo auch Sorgen macht. Huch. Vor allem sage ich mal, was auch die anderen betrifft, weil ich meine, ich bin ein kleiner Fisch. Wenn ich aus dem Netzwerk rausfliege, ja gut, dann... ist es halt so, nächster so ungefähr. Bei mir macht das noch nicht viel, aber für den Unge zum Beispiel oder für den Simon ist das schon ein ziemlich hartes Ding. Weil, wie er ja auch selbst sagte, er setzt oder beziehungsweise, nein, nicht er setzt, sondern seine Existenz wird damit aufs Spiel gesetzt und zwar ganz deutlich. Und von dem her, also mir geht das schon die ganze Zeit noch durch den Kopf. Es ist absolut nicht so, dass mich das unberührt lässt. Aber naja... blöd gesagt, was willst du machen? Klar, du kannst... eine Produktion, ja, kommt zum mit von wegen, sage ich mal, jetzt eine Revolte irgendwie hier rumrebellieren, klar, aber da stellt sich mir die Frage... Alter Schwede, ja, so muss es laufen. Da stellt sich mir dann halt irgendwie die Frage... ja, jetzt mir. Schnauze da oben rechts oben in der Ecke. Allah segne euch. Alter, sag mal. Bin ich in der Sprechstunde oder was? Nee, aber andererseits frage ich mich halt auch, bringt das wirklich was? Weil ich meine... mit einem Unternehmen anzulegen. Es mag ehrenvoll sein, aber andererseits frage ich mich auch, ist es schlau, weil die haben einfach das Problem, ist, Geld regiert die Welt. Und wer Geld hat, hat Macht. Und es bringt nicht immer viel, auch wenn Deutschland ein demokratisches Land sein mag, aber nicht unbedingt immer ist. Es ist vielleicht nicht unbedingt so schlau, sich damit sowas anzulegen, weil ich meine, im Endeffekt landest du vielleicht in der Gosse. Gut, du bist noch der, der du bist und der du warst. Aber bis du dann irgendwie, sage ich mal, wieder auf ein Level kommst, wo du irgendwo noch leben kannst, da frage ich mich dann halt schon, macht es wirklich Sinn, sich auf so ein gefährliches Ihre Eis zu begeben? Benötigt einen Medikus. Ja, dann geh zum Arzt. Der ist gleich nebenan in der Kölner Straße 35. Warte mal, jetzt brauchen wir nochmal schnell einen Medikus, aber dann muss ich auch langsam wirklich zum Ende kommen mit der Folge hier, weil ich bin hier ständig nur noch am Quasseln und verquassel mich total und nebenbei dann irgendwie noch mit den Gedanken bei Mediakraft und bei Simon und ich baue hier ohne Ende Ärzte gerade und bedenke gar nicht, wie teuer die Dinger sind, aber es ist mir auch gerade egal, weil ich einfach keinen Bock habe, dass die Leute krank werden, so. Du wirst es verschmerzen. Ja, wir kriegen genug Geld durch den Handel rein und demnächst haben wir sowieso Bürger. Wir haben jetzt 162 Aufstiegsrechte von 172 und weißt du was, bevor ich jetzt die Folge beende, machen wir folgendes. Auf einer Insel ist ein Sandsturm aufgezogen. Achso, wir haben eh nicht mehr genug Werkzeug. Gut. Who cares, motherfucker? Boom. Yeah. Ich wäre über deine Hilfe hierbei wirklich froh. Ach, auf einmal kommst du an, Mädel. Auf einmal kommst du an, nö. Naja,
Du wirst deinen Weg schon... Ich habe meinen Weg schon gefunden, meine Liebe. So, ihr kriegt wieder Steuern und dann seid ihr gefälligst ruhig. Und ihr, meine Lieben, ja, hier passt es eigentlich. Erstmal, hier brauchen wir noch Schenken, das können wir später machen. Du wirst deinen Weg schon finden. Wir haben unseren Weg bereits gefunden. So, jetzt könnt ihr euch mal die Bilanz reinziehen. Der Rat der 10, danke. Bam, von minus 500, ne, hier zieh dir das mal rein, geb dir mal eine Runde davon, zieh's dir richtig durch die Nase rein. Und ich sollte dringend die Folge beenden, weil ich schon dermaßen in der Überzeit bin, dass das nicht mehr feierlich ist. Also dann, meine Lieben, mit Gedanken an Hashtag Freiheit entlasse ich euch nun in die Freiheit und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Anno 1404 Venedig. Bis dahin würde ich mich dann wieder über Kommentare freuen und kleine Tipps und Däumchen eventuell. Und dann sage ich erstmal, bis zum nächsten Mal. Haut rein, see ya!